Hallo, schönen guten Tag. Wir sind hier am Stand der EPB auf der Produktronica 2017 und ich darf hier neben mir begrüßen Ronald Block, General Manager und Sales bei Prüftechnik Schneider und Koch. Schneider und Koch, auch auf der Messe dieses Jahr. Welche Neuheiten zeigen Sie denn hier? Ja, wir sind auch dieses Jahr auf der Messe und stellen aus unser LED-Testsystem als Inline-Variante. Und ganz neu haben wir gerade für diesen Bereich der LED-Baugruppen auch ein Hochspannungsprüfgerät, was inline die Baugruppen in Hochspannungsprüfung unterzieht. Es geht auch um ultrahelle LEDs. Wie funktioniert der Prüfungsprozess ultraheller LEDs? Ja. Also es ist so, dass auf diesen LED-Baugruppen häufig so ist, dass dort Konstantstromquellen eingesetzt werden und man eben nicht elektrisch die LEDs dämpfen kann. Und somit ist es wichtig, die Kamera so auszustatten, dass dort eine Dämpfung an der Kamera stattfindet. Und das ermöglicht uns eben auch ultrahelle LEDs mit unserem Prüfequipment sicher zu prüfen für in der Serienproduktion. Wir sprechen hier von dem kombinierten AOI-Prozess mit LED-Vermessung. Gibt es das auch als Tischgerät? Ja, das in der Tat hat der Markt gezeigt, dass vielen die Investitionsbereitschaft in das Inline-System eben nicht da ist. Und deswegen haben wir ein Tischsystem entwickelt, was aber eben auch einen ausreichenden Arbeitsbereich verfügt. Somit hat man eben einen deutlich günstigeren Einstiegspunkt, diese Technologie für sich, für diese LED-Baugruppen auch zu implementieren. Also es gibt sowohl die Möglichkeit, die Technologie inline zu nutzen, als auch als kostengünstiges Tischgerät dann. Ganz genau, das ist der Ansatz. Und aber alle Funktionalitäten, die wir in dem Inline-System haben, wie eben Spannungsquellen und, sind eben auch im Tischsystem verfügbar. Ist also komplett ersetzt, komplett das Inline-System, ist nur deutlich günstiger. Gibt es besondere Trends oder bestimmte Entwicklungen, die Sie zurzeit im Bereich Prüftechnik sehen? Also im klassischen In-Circuit-Testbereich, Funktionstestbereich gibt es, glaube ich, keine wahnsinnig neuen Trends. Im AOI-Bereich sicherlich das 3D-Thema, was ja sehr präsent ist. Partiell der Röntgenbereich, den sehe ich auch ähnlich aufgestellt. Ich glaube aber vielmehr, dass eben Themen wie nach wie vor einfache Programmierung, die Dokumentationsansätze eben auch unter dem Stichpunkt Industrie 4.0 durchaus Themen sind, die stärker nachgefragt werden und wo eben die Hersteller durchaus Entwicklungspotenzial noch haben, um dort viel besser eben noch kundenorientierter sich aufzustellen. Noch kundenorientierter aufstellen. Schöner Ausblick in die Zukunft. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Danke. Ja.